Es gibt eine Sache in meinem Leben, so nachhaltig ist so cool, so I get it. Ich probiere auch sicherlich meine Parts zu machen mit nur Glasflaschen und sowas, ne? So, also immer noch weit davon entfernt, sicherlich genau das Richtige zu tun, sage ich ganz ehrlich. Auto ist jetzt auch so ein Mercedes und so der kleinste SUV, den man fahren kann, ist auch nicht so richtig, ne? Auf meiner Seite gebe ich auch ganz gerne zu. Aber es gibt so eine Sache in meinem Leben, die finde ich richtig cool und das ist einfach eine G-Klasse. Lass uns nicht drüber reden, ich werde mir auch keine holen. Also das ist gar keine Debatte, die wir führen müssen. Ich werde mir keine G-Klasse holen. Aber ich finde G-Klasse cool. Ist einfach so. Machst du mal einen Stream mit Clara? Haben wir schon ein paar Mal gemacht. Crow Nightmare. Dankeschön für den Prime Sub. Deswegen finde ich das vielleicht ganz interessant und möchte mal ganz kurz gucken. Brabus war diese Tuning-Marke. Und die haben jetzt eine G-Klasse auf 900 PS getunt. Das ist einfach nur noch dumm, Alter. Man darf Dinge ja auch cool finden, das stimmt. Wenn mir das jetzt jemand von euch anstatt eine Sub-Bombe schenken würde, ich sag's mal so, wie es ist, falls jemand da draußen einfach mir eine G-Klasse schenken würde, der jetzt hier zu. Also ich würde nicht nein sagen, ich sage einfach mal so wie. Okay, jetzt reicht's langsam. Über 900 PS in einer G-Klasse. Was zur Hölle haben sich die Jungs und Mädels von Brabus dabei bitte gedacht? Und wie fühlt sich das Ganze an? Und wie schnell geht es damit? Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber ich will es irgendwie auch nicht sehen, wie sich das anfühlt. Aber ist okay, zeig mal, wie das funktioniert, dann fühle ich es vielleicht mit hier. Von 0 auf 100. Was mit deiner Stimme? Voll die komische Frage, wenn du nicht genau erklärst, was du damit meinst. Ist sie dir zu hoch? Ist sie dir zu niedrig? Kennst du die anders? Denkst du, ich bin ausgetauscht worden durch einen Echsenmensch, weil ich zu viel Reichweite hatte im Internet? Was ist denn mit dieser Frage gemeint? Du gehst ja auch nicht zum Menschen und sagst, was ist mit deinen Haaren? Meinst du die Haarfarbe? Meinst du die Haarlänge? Meinst du irgendwie einen neuen Schnitt? Was ist die Frage genau? Das alles finden wir heute raus bei Felix Pferd, Brabus Rocket 900 G-Klasse. Manchmal bricht die ab. Nee. Bist du erkältet? Auch nicht. Nee, das sind zwei verschiedene Sachen. Entweder bricht meine Stimme ab oder ich bin erkältet. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich bin weder erkältet noch bricht meine Stimme ab. Du bist der Einzige, der das sagt, was passiert jetzt hier? Was mit deinem Bart? Mir reicht. Okay, ich finde aber nicht, dass die so super schön aussieht. Die sieht schon so aus, als wenn du so mindestens. Ich sag nichts dazu. Vielleicht sind ja die Brabus-Leute scheinen ja ganz cool zu sein und vielleicht. Ich will mir nichts von denen tun lassen. Es sieht schon so aus, als würdest du so einen Puff betreiben. Sorry, sorry, ich hab's jetzt gesagt. Entschuldigung, tut mir leid. Aber es sieht ein bisschen aus, als wenn du auf jeden Fall deine Kohle nicht auf ganz legalem Weg erwirbst, wenn du die Karre in der Ausstattung so fährst. Sorry. Come on! Sag jetzt mal einmal, dass nicht so ist. Also hier drin, da steigt auf jeden Fall jemand aus, der hat schon mal jemanden geboxt, unironisch. Wisst ihr, was ich meine? Und auf jeden Fall hat das Gegenüber einen Zahn verloren. Stimmbruch, weil manchmal ist deine Stimme zu tief. Sorry, war nur eine Frage. What the fuck ist eine Stimme? Ist im. Ja, es passiert manchmal. Ich stehe jetzt hier mit Jörn zusammen, dem Entwicklungschef von Brabus. Jörn, du musst mir mal verraten, was habt ihr euch bei der Kiste gedacht? 900 PS in einer G-Klasse und die Optik, was ist bei euch los? Logischer Schritt, konsequenter Schritt. Nein, ich sag mal, mit der Präsentation vom Brabus Rocket 900 war es für uns immer klar, dass wir nach 4,5 Liter 8 Zylinder mit 900 PS auch in die G-Klasse packen müssen. Warum? Weil du sagst Der logisch? Motor geht, der passt, die Basis ist identisch, es ist ja immer der 63er AMG. Insofern ist. Deine Stimme ist einfach zu tief schämlich. Ich weiß, ich habe es ja auch sehr hart auf Twitch, Jen. Ich werde monatlich immer gebannt, weil meine Stimme zu tief ist. Ich möchte übrigens mit dir telefonieren die Tage, Jen, wenn du Zeit hast für mich. Ich wollte das noch so schreiben, aber ich mache es einfach auf diesem Wege. Ist aber privat, hat nichts mit Twitch zu tun, ist einfach privat. Würde ich gerne mal mit dir über ein, zwei Sachen reden. Es geht um private Sachen. Super. Ich würde gerne zu Facebook Live. Ist das cool? Facebook
live. Ich mache einfach weiter das Video. Die technische Basis gegeben, dass wir mal unvernünftige Sachen machen, ist Teil unseres täglichen Tuns. Logisch, dass ihr unvernünftige Sachen macht. Das finde ich eine gute Einstellung. Also mal kurz die Änderung durchzugehen, wenn wir mal so von vorne kommen. Jetzt ist im Prinzip ein Standardwagen, ist nur ein B vorne dran, ein bisschen mehr PS drin passt. Normalen G63. Wir sind breiter geworden. Korrekt. Wir haben eine neue Motorhaube hier mit nochmal. Das ist aber, da kommt keine Luft durch. Nein, so, ne? nein, das ist ein Hauben. Wisst ihr, wie das Auto aussieht? Jetzt habe ich's. Wisst ihr, wie das Auto aussieht? Das ist so, wie wenn man bei GTA Online ein Auto tunt und alles nach ganz rechts macht mit den teuersten Sachen. So sieht das Auto aus. Oh, Aufsatz, boy. Hier geht es eigentlich, es ist ein optisches Bauteil. Was besonders ist hier beim G900 Rocket Edition, sind nochmal diese Carbon-Aufsätze in Kohlefaser auf den Verbreiterungen hier. Ich habe das Gefühl, ihr habt ein bisschen Kohlefaser übrig bei euch gehabt, oder? Kann das sein? Also ja, hier auch nochmal mal ein bisschen Carbon nochmal ran. Hier ist Carbon, da ist Carbon, ist einfach überall nochmal was ran, ne? Ist natürlich einfach ein cooler Werkstoff. Das stimmt, ja. Und begeistert immer wieder die Leute und ist natürlich auch... Hat mich in meinem Leben noch nie begeistert. Also bin ich ganz ehrlich, also, ich bin jetzt kein großer Auto-Enthusiast, aber ich finde nach wie vor den Werkstoff Carbon einfach eher befremdlich. Wenn ich im Innenraum von einem Auto Carbon sehe, dann habe ich irgendwie ein Problem damit, bin ich ganz ehrlich. Ich finde es einfach krank hässlich. Es ist einfach im Prinzip dieses Photoshop-Rasterbecken, was übertragen wurde auf so eine Autofläche. Es ist einfach absoluter Abturner für mich. Das sieht immer aus wie so ein Bild, was freigestellt wurde. So, es ist irgendwie so ganz komisch, wie so ein Muster. Da fehlt irgendwie drauf. Ich verstehe es nicht. Auch so der Ausdruck der maximalen Wertigkeit. Hier auch natürlich wichtiges Detail. Kommt direkt vom Rocket die Brabus Aerodisc. Jetzt hier in der Version für die 24 Zoll Räder. Wir haben ja beim G24 Zoll. Hat auch einen technischen Hintergrund, soll ein bisschen die Luftbewegung ums Rad kanalisieren. Ist vielleicht beim G jetzt mit dem CD-Rad. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ich meine, das kennt ja sogar aus der Formel E oder Elektrofahrzeugen. Weißt du, so das letzte bisschen aerodynamische Effizienz rauszukitzeln, dass du auch noch mal hier halt so eine Aerodisc rüberpackst. Bei der S-Klasse oder beim GT4-Türer, da macht Sinn, auf Höchstgeschwindigkeit zu optimieren. Ne? Wie schnell laufen die? Ja, der Rocket ist bei 3,30 begrenzt, das ist ein Reifenthema, also würdet auch mehr können, aber 3,30, da spielt das natürlich das Thema Aerodynamik. Ist das so unnötig, Alter? Stell dir mal vor, wir ist eine Karre, die 330 fährt und die darf nicht mehr, weil dir sonst deine Räder flöten gehen. Wo? Also hier fange ich sogar an. So 200 km/h kann ich verstehen, aber wenn du nochmal 130 draufpackst, Alter, ich finde es ja schon geil, in was für einer wahnsinnigen Welt die leben, versteht mich hier nicht falsch. Aber ich finde das irgendwie alles ein bisschen irre. Oh Gott, ey. KGCC, Dankeschön für die 8 Monate. Als, sag mal, bei dem Auto. Ne? Das also, meine ich. Hier ist es dann so optisch, ne, dass auch noch richtig geil aussieht. Ja. Und soll natürlich die Verbindung zum Rocket schaffen. Einfach auch. Und eine Rakete ist ja auch immer noch in der Beschleunigung. Also der Name passt. Aber den kannst du ja nicht über 300 fahren. Also den müsst ihr doch begrenzen. Den haben wir begrenzt bei 280. Okay, immer noch 280 mit der G-Klasse, immer noch eine Ansage. Musst du auch erstmal fahren. Ja? Und die Bremsen müssen dann auch ordentlich einpacken. Aber ja. du hast schon gesagt, es ist ja nicht nur Optik, es ist nicht nur Leistung, sondern eben auch alles, was dazugehört, dass man das auch auf die Straße bringen kann, auch bei den Geschwindigkeiten. Wir haben eine spezielle Klappenauspuffanlage für den 900 PS Motor. Also Monte lässt grüßen. Ich glaube, der wird sich freuen, dass RGB praktisch hier auch noch jetzt hier in der Abgasanlage eingebaut ist. Das habe ich noch nie gesehen. Heckspoiler soll noch mal so einen optischen Kick geben, Highlight sein. Wir haben den Heckdiffusor, der auch mehr so eine Racing-Onroad-Optik haben soll. Ja. Wir haben kein Reserverad mehr, was üblicherweise ja beim G hier hinten hängt. Das haben wir auch weggenommen, dass es eben einfach ein bisschen sportlicher, weniger Geländewagen, mehr Onroad wirkt. Das ist einfach so, andere Leute würden sich den so zusammenbauen in stundenlanger Zusammenarbeit in Need for Speed oder in GTA. Ihr macht das einfach. Aber er hat auch direkt den GTA-Vergleich, weil es legit so aussieht, oh boy. Ja, du kannst es ja auch vor allem ganz wichtig kaufen. Noch besser, ja. In echt und dann hier in echt fahren. Wir werden in diesem... Verkostet. Sagt er das, was das kostet? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Das muss ja eine Unmenge an Kohle sein, die diese Karre kostet. In diesem Jahr noch 10 Autos bauen und an Kunden ausliefern. Ja, ja, und dann nur 10 Stück. In der Summe werden wir maximal 25 Autos bauen. Ja. Hängt auch so ein bisschen crazy. Daran, dass wir natürlich da schon so unsere besten Leute brauchen. Gerade den Motor zu bauen, das ist ein bisschen begrenzt im Volumen. Hier inklusive Mehrwertsteuer, die muss man ja bei der Summe auch immer ausdrücklich erwähnen, die spielt ja durchaus eine Rolle, liegt dieses Auto knapp über 600.000 Euro. Sechs. Boah, Alter, das ist eine Nummer, Alter.
Schnapper. 100.000 Euro, wow. Du kannst aber dann sagen, Felix, ich habe alles. So, ich guck mal hier drinnen rein. Ist das Leder auch von euch? Naja. Hab ich hier eine Minibar? Ich denke wohl nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, was alles bedeutet. Ja, ne? Also wir haben komplette Lederausstattung. Natürlich auch der Teppichboden ist. Kein Teppich mehr, sondern Leder. Ist auch Leder? Ja, ist auch Leder. Die Fußmatte ja. Ist aus Leder. Oh, come on. Oh, wie unangenehm. Also so, ich verstehe die Gackigkeit davon. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt 25 Stück. Es gibt 25 Stück und so. Und Autosammler gehen crazy und super viel PS. So, ich probiere es nachzuvollziehen. Aber was so praktische Geschichten angeht, oh, hat es ja schon... Oh Gott, oh Gott. Brabus-Logo hier drauf mit eurem Design. Und der Kunde entscheidet ja zum Beispiel auch selbst auch hier. Möchte ich das in Grau? Möchte ich das in Rot? Möchte ich das in Gelb, in Blau gestickt haben? Der Kunde kann ja sogar bei uns die Garnstärke, also wie dick ist der Faden, den wir hier verarbeiten? Also der Kunde... Boah, Alter, stell dir mal vor, du bist so ein Mensch, der bei seinen Fußmatten im Auto die Stärke von diesen Dingern da so durchdekliniert. Das finde ich ja total schrecklich. Stell dir doch mal vor, gerade richtiger Tubo-Moment, einfach irgendein Wort gesagt, um schlau zu wirken, sorry. Also... Der hat sich geändert, ist nicht mehr so. Aber stell dir mal vor, du setzt dich da hin und machst einfach irgendwie so Fadendicke bei deinen Fußmatten. Du bist doch irre. Also cool, dass es die Option gibt, wenn das Leute wollen. Für den Preis natürlich dementsprechend müssen auch solche Features drin sein. Aber Alter. Stellt und dann kann alles gemacht werden bei euch. Ich traue mich kaum, mich da reinzusetzen, aber wir machen das jetzt mal. Einmal hier rein. Darf man sich überhaupt mit Schuhen hier reinsetzen, wenn hier unten Leder natürlich, ist? Das ist ja so, als ob man mit so seinen Straßenschuhen sich auf sein Ledersofa so irgendwie setzt. Du guckst gerade nach hinten, auch noch ein wichtiger Unterschied. Wir haben hinten eine Einzelsitzanlage. Ja. Ja, welche genau. Sitze sind das denn, dass die da reinpasst? Die machen ja die Sitze nicht selber, aber wir haben natürlich da einen Sitzhersteller, der für uns die Basis liefert, wobei wir den Sitz massiv modifizieren, damit er dann eben in den G reinpasst. Und hier hast du auch noch mal oben eine Geschwindigkeitsanzeige. Ja, Geschwindigkeitsanzeige. Das finde ich wieder cool. Das finde ich cool, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht warum, aber ich finde, das passt in die G-Klasse. Ich finde, das könnte Mercedes selber integrieren. Das finde ich ein cooles Feature, sage ich euch ganz ehrlich, das finde ich tatsächlich ganz nice. Außentemperatur und Uhrzeit. Ja. Wobei, wie du siehst, die Geschwindigkeit zeigen wir ab einem bestimmten Punkt nicht mehr. Ist vielleicht dann auch besser. Aber eine ganz wichtige Sache haben wir uns jetzt noch nicht genau angeguckt. Das Auto schreit nach Robert Geis. Ist ein geiler Satz. Vorne den Motor. Ja. Der Serienmotor von Mercedes hat ja schon in der G-Klasse 585 PS. Ja, genau. Boah. Wir haben es geschafft, da 900 rauszukitzeln. Also ist aber im Wesentlichen natürlich so klassischer Motorenbau, also mehr Hubraum. Wenn nichts hilft, hilft mehr Hubraum. Der alte Spruch, der gilt immer noch. Also 4 auf 4,5 Liter durch andere Kolben, andere Kurbelwelle, andere Pleuel. Und dann natürlich das Peripherie geändert, das heißt, geänderte Lader, größere Verdichter, größere Turbinenseite. Graf Flamingo, danke für die Bits. Große Cut-Anlage, große Partikelfilter. Alles größer, besser, stärker, brauchst halt mehr Luft. Ja. Und dann hast du mehr Belastung überall, das musst du überall dann anpassen. Genau, und wie du richtig sagst, mehr Luft und wichtig, kalte Luft. Ja. Und dann kommt Leistung. So, wir haben jetzt alles Mögliche gehört dazu, vielen Dank schon mal. Was wir noch nicht gehört haben, ist, wie das Auto sich selbst anhört und vor allem natürlich, wie es gleich fährt. Das checken wir jetzt mal. Pünktlich zum Losfahren fängt es nochmal an, hier ein bisschen zu regnen. Aber es klart da hinten langsam wieder auf. Ja, das soll jetzt hier keinen Abbruch tun. Aber als allererstes, der erste Soundcheck hier aus den Sidepipes auf beiden Seiten kommt das Ganze heraus. Bin gespannt. Ganz entspannt fahren wir jetzt los, ja? Ganz entspannt. Auf ganz entspannt fahren wir jetzt los, ja? Ich lass einfach rollen. Auf ganz, okay, ein bisschen mehr Gas. Also, das war noch nicht Vollgas. Da bin ich ganz ehrlich, da hätte ich auch mal Spaß dran, ne? Da würde ich auch gerne mal durchdrücken, das Gerät. Da sage ich einfach so, wie es ist. Immer noch nicht so der größte Automensch, aber ich entwickle mich langsam ein bisschen dahin. Das ist vielleicht keine gute Entwicklung, mich ganz ehrlich. Ich trinke Wasser. 900 PS. Ey, in der G-Klasse hier. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ach, Handbremse. Hört sich so brutal an. Also den Motor kennen wir, aber der ist noch mal viel tiefer jetzt. Das sah so aus, als hätte er durchgedreht. Das war sehr, sehr krass. Aber wir messen jetzt mal, was schafft er wirklich jetzt von 0 auf 100. Ein bisschen nass und es geht auch berghoch ein bisschen. Also muss man bedenken. Alles klar. Bist du bereit? Ja. Leichte Vorspannung.
Bisschen Gas und let's go. Oh mein Gott. Oh. Alter, das Ding hebt ja fast ab. Wir haben 3,58 Sekunden von 0 auf 100. Oh, der Wagen ist so leicht geworden. Der ist oben, der ist so hoch oben. Also das ganze Gewicht war einfach nur hinten, nur so gelenkt und er hat fast nichts mehr vorne. Der ist einfach nur... Wumm, ey. Ja, Rakete halt. Da, sein Name macht Sinn. 3,58 Sekunden mit einer G-Klasse. WTF. Aber du weißt, das ne? Also wenn wir das vorne noch nicht haben, müssen wir noch mal machen. Also wir müssen es ja checken. Gang rein. GoPro ist jetzt auf, dass ihr das hier auch nicht sehen könnt. Und schauen wir mal, was wir diesmal messen. Los geht es! Boah, wie dieses Ding abhebt, Alter. Wie so ein Hot Rod. Das ist ja lächerlich. Das ist ja so krank. 100 haben wir. 3,56. Und jetzt hier die wichtige Zahl. Bis 200. Sie haben wir nämlich jetzt erreicht. 12,37. Das ist eine Monsterzahl, Leute. Eine Monsterzahl für so ein Auto. Aber du merkst auch, dass die Stirnfläche von diesem Auto, dass die halt riesig ist. Also die letzten 20, 30 km/h, ein bisschen zäh für 900 PS. Und ich finde aber auch dann noch so, wenn du bei 60, 70, 80 ne, oder bis 150 bestimmt, wie er da immer noch so krank zieht. Ey. So gespürt habe ich das noch nicht. Vom Student war krassere Beschleunigung von 0 bis 50. Das Video war auch heftig, das haben wir auch gesehen. Das sah auch aus, als hätte es einfach nur unendlich viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall, das ist die krankeste, die ich je hatte. Aber es fühlt sich in diesem Auto halt, ne, das so schwer ist, was so hoch ist. Und dann einfach so wegzuziehen, nee, das sowas in der Art habe ich noch nie erlebt. Das ist nicht wie so ein Tesla, 2, 3 Mal, dann ist alles überhitzt. Nö, nö, fahr noch mal. Wir haben 1,5 Stunden Zeit bekommen für die Launches, ja? So, machen wir auch noch welche, ne? Krass. So, jetzt nehmen wir noch mal Palmi mit krass, hier. Krass, krass. Was ist das Schnellste, was du bisher so beschleunigungsmäßig gefahren bist? T-Rock? Dumm, einfach dumm. Sowas braucht keiner, der bei Verstand ist. Ja, ich unterschreibe das Argument schon, ja. Aber so mal da so durchzudrücken, wäre funny. VW T-Rock, okay, das ist jetzt was anderes. Also, bereit? 3, 2, 1, let's go! Alter. Boah, wie die ganzen Haare so nach hinten fliegen. What the fuck? Ja, das sind schon 150. Und wir bremsen in 3, 2, 1. Nur bei 200 km/h fangen wir an zu bremsen. Ui, das ging schnell. Wie einfach wir Menschen sind, ne? Menschen sind halt immer so, du fährst schnell mit dem Auto und egal wer, alle fangen immer an zu lachen und zu lächeln. Das ist auch so bei diesen ganzen Tesla-Beschleunigungsvideos, die es da gibt, wie alle dann immer am Ende einfach glücklich sind. Das ist so einfach eigentlich, ne? Eigentlich sind wir auch wie so komische Haustiere von den Satelliten von Elon Musk. Ich hab's euch gesagt. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist keine Verschwörungstheorie. Ich halt einfach mein Maul. Okay. Du bist ein bisschen nach hinten gedrückt, ne? Ja, schon. Ich sag ja gerade schon wie bei einer Achterbahnfahrt. So ein bisschen nur halt geradeaus, aber es fühlt sich genauso gefährlich an. Du merkst halt, wie das Auto sich so oben, so, ne? Ja, sich so richtig hochlegt. Merkst du die Sitze? Ja. Boah, Alter. Junge! Ein gutes Auto muss auch Kurven fahren können, ja? Ich habe ihn heute mitgenommen und habe gesagt, wir brauchen jemanden, der ein EQV fährt. Kannst du das machen? War das eine gute Alternative zum Homeoffice? Auf jeden Fall. Immer wieder gerne. Leute, ey, ich könnte das den ganzen Tag machen. Das macht so Laune hier in der Brabus Rocket. Es ist ja ein bisschen zu regnen, aber... Kann er das Auto ja auch haben. Ich würde aber sagen, fürs Video war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Drückt mal rum, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt in die Kommentare, was für Autos wir noch machen sollen. Aber ich fahre jetzt erst noch ein bisschen. Ciao! Das ist so lächerlich, wenn er da in voller Fahrt so wegzieht mit der G-Klasse. Das ist einfach nur noch unangenehm. Aber interesting. Einfach tatsächlich ganz interessant. So.